Minecraft, der einzige Ort, an dem Kinder mehr arbeiten als an euren Turnschuhen. Es ist ein Spiel, in dem man durch Kreativität alles erschaffen kann. Wobei die Realität oft eher so aussieht. In Minecraft Deutschland ist jedoch schon seit langem Schluss mit Quadraturarchitekturromantik. Hier wird Kohle gemacht. Mega Bumspaket Sonderan. Oder sehr direkt argumentiert. Und wer zu dir nach Hause kommt, ich werde dich anzünden. Ich werde deine Mutter in ein. Wie die Minecraft-YouTuber inzwischen vollkommen am Rad drehen, mit was für bizarren Aktionen die Leute einfach nur noch verarscht werden und wieso das inzwischen wie eine Scripted Reality im RTL-Nachmittagsprogramm ist, jetzt. Philipp, du hast jetzt die 321. Glocke gebaut. Was willst du denn damit? Ach, hör auf, mich zu griefen, du Loser. Nur weil du nur Holzklöppel gefarmt hast. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. 2009 hat die Firma Mojang Minecraft auf den Markt gebracht. Schnell hat sich das Spiel zu einem Kassenschlager entwickelt. So ganz nach dem Motto, mein Haus, mein Boot, Minecraft. Das Prinzip, es gibt keinen bestimmten Weg, Minecraft zu spielen. Es ist ein Spiel mit offenem Ende, in dem du selbst entscheiden kannst, was du tun willst. In YouTube Deutschland war Gronkh der Erste, der das Spiel populär gemacht hat. Er rannte durch eine von ihm alleine gebaute Welt und kommentierte dazu. So eine Bibliothek würde ich gerne echt nochmal irgendwann machen. Genug Stoff für über 1200 Folgen. Währenddessen wurde Minecraft eines der meisten verkauften Videospiele der Welt und global vor allem für solche Bilder berühmt. Große, kreative Bauten aus dem Herr der Ringe oder Game of Thrones Universum. Im September 2014 kaufte dann Microsoft die Firma Mojang für 2,5 Milliarden Euro. Und auch der Content wandelte sich. An die Stelle von Gronkh traten YouTuber wie Upgegrief, Destroy, Skyguy und Fox. Klingt wie eine Mischung aus Legasthenie und Atemwegserkrankung. Oder wie auf einem Metal-Konzert. Diese neue Generation der Minecraft-YouTuber unterscheidet sich immens von Gronkhs konfliktfreiem Baugelaber. Denn manche von denen verstoßen möglicherweise gegen Werberichtlinien, Strafrecht und den Jugendschutz. Das fängt an mit Videos, die teilweise vorgetäuschte Straftaten enthalten. Im Minecraft-Content von Skyguy und Fox befanden sich letzten Herbst plötzlich ganz untypische Videos. Darin ging es auf einmal um einen vermummten Hater, der vor ihrem Büro herumlungerte. Da steht das Auto von Wilco und der filmt. Der filmt hier gerade einfach. Dieser Hater versandte erst verschlüsselte Festplatten an die YouTuber, dann wurde er Direktor und warf ihr Fenster ein, damit nicht genug der Vermummte zündelte, warf mit Böllern und versuchte einzubrechen. Auch der YouTuber Upgegrief lud dann Videos vom Hater hoch, der sein Kürzel in den Parkplatz brannte. Oh mein Gott. Auf den Livestreams von Fox konnte man den Hater sogar live erleben mit einer eingeblendeten Überwachungskamera. Gut, Erwachsenen kommen da als Zweifel, weil das alles wie ein Friseur ist, der seine Extensions am anderen Ende der Stadt holen muss. Ziemlich weit hergeholt. Und das war er, der Witz, den der Autor selber erklären muss, weil er so scheiße ist. Das ist lustig, weil Herr und Herr, also auf Englisch Haare, so gleich klingt. Doch die sehr junge Community glaubte dem Bauerntheater und flippte aus. Mehrere forderten, die Polizei zu rufen, die Fans sind verschreckt und zeigen ehrliche Angst. Das Problem daran, den Hater gibt es nicht. Alles gestellt, wie Fox und Skyguy im Dezember zugaben. Direkt zu Anfang, der Hater, es war pur für die Unterhaltung, ja. Also zur wargestellt. Das merkt man auch. Ding, es ist so krank, was gleich noch passiert, Freunde. Ich zitter immer noch, ich weiß nicht. Das sieht man nicht so gut, das sieht man nicht so gut auf der Kamera. Dabei war das schlechte Schauspiel gar nicht die größte Straftat. Warum, hat uns Stefan Dreier vom Hans-Bredow-Institut verraten. Wenn dort tatsächlich Straftaten angeblich begangen werden, die aber in Wirklichkeit keine sind und dazu zählen zum Beispiel Bedrohungen mit Leib und Leben, Brandstiftungen oder Sachbeschädigungen oder dergleichen, dann kann das Vortäuschen einer Straftat sein. Und das Vortäuschen einer Straftat ist selbst strafrechtlich relevant. Es ist also praktisch schon Crimecraft. So, und das war jetzt das vierte blöde Minecraft-Wortspiel. Funcraft. Aber nicht nur das, auch bei manchen der anderen Videos geht Entertainment vor Wahrheit. Denn der Großteil der Videos bezieht sich natürlich auf das Spiel Minecraft. Wie genau das funktioniert, habe ich einen Experten gefragt. Minecraft stellt nur begrenzte Multiplayer-Optionen zur Verfügung. Man spielt das Spiel also größtenteils alleine. Will man mit anderen spielen, benötigt man einen privaten Server dafür. All diese YouTuber haben einen privaten Server. Sie können da Spieler ausschließen, bestrafen, belohnen. Die sind da quasi Gott. Und genau das machen sie in ihren Videos. Und deshalb sind die bei den Normalsterblichen wie euch halt nun mal so beliebt. Ich persönlich bin ja OP.
Und auf den Servern wird einiges geboten, um die im besten Fall pubertierende Kundschaft anzulocken. Hier wird ein Grundstück gelöscht, in dem jemand Katja Krasavice aus Blöcken nachgebaut hat. Sogar mit einem seltenen Einblick in ihr Gehirn. Schminke, Bitch-Moves, Shoppen, dumm sein, das werde ich jetzt nicht vorlesen an der Stelle. Gehirnchirurgen hassen diesen Trick. Und abgegrieft hat immer wieder Stress mit einem cholerischen Spieler namens Staubi. Du Latin des Sternes, dreckiges Missgeburtenkind! Du kannst mal meine Faust spüren! Mann! Außerdem werden fiese Hacker vom Server gebannt. Freunde, ich habe jetzt alle seine 8 Hacker-Accounts gebannt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und gleich kommt sein Hauptaccount und dann sind alle weggebannt. Und das war er, der Beweis, dass Fox bis 7 zählen kann. Und nicht bis 8. Aber richtig viel Action? Falsch. Denn auch die meisten dieser Videos sind Fakes, haben Sky Guy und Fox ebenfalls zugegeben. Das stimmt, dass Videos oder dass ein Teil, auch ein nicht unbeachtlicher Teil, gestellt ist. Ne, das stimmt auf jeden Fall. Oder laut abgegrieft und Destroys halt von der Realität inspiriert. Aber zugegeben, was die alles machen, ist extrem gutes Storytelling. Entertainment tut das schon. Also quasi Scripted Reality für Minecraft. Wenn man dann aber aggressiv den Kindern das Geld aus der Tasche ziehen will, wird das zu einem Verstoß gegen Werberichtlinien. Denn der Zugang zum Server ist kostenlos. Daher versuchen die YouTuber anderweitig Geld reinzuholen. Was Minecraft jedoch verbietet, ist der Tausch von echtem Geld zu Ingame-Geld. Da hat sich jedoch beispielsweise Forbes auf seinem Server OP-Sucht einen schlauen Umweg ausgedacht. Er verkauft Lootboxen. In einem Opening-Video sieht man schnell, da ist Ingame-Geld drinnen. Ein schlauer Workaround also. Diese Boxen gibt es auch im Shop von Upgegriefed. Hier das Problem. Es steht nirgendwo, was drin ist. Bis zum Checkout keine Info. Und noch dubioser sind die Ränge. Weil Minecraft schlauerweise auch verboten hat, im Spiel wichtige Rechte zu veräußern, bezahlt man hierfür so tolle Sachen wie: Du kannst coole farbige Schilder machen. Oder du hast Zugriff auf Haustiere. Oder aber du darfst fett im Chat schreiben. Und für so etwas bezahlt man 90 Euro. 90 Euro! Dafür müsste ein 1-Euro-Jobber ja 80 Stunden lang arbeiten. Und hier werden die gefakten Videos auf einmal zu einem noch größeren Problem, wie uns Stefan Dreier erklärt hat. Beides zusammen, also das Vorspielen von großen Ereignissen auf den Servern und der Möglichkeit im Shop sich Ränge zu kaufen oder bestimmte epische Items oder was auch immer. Das zusammen, das entwickelt dann eine werberechtliche Problematik. Denn die Videos sind Werbung für den Server, von dem die YouTuber leben. Wenn man dann haufenweise Videos fingiert, wie man Hacker und Scammer enttarnt und dann für 90 Euro einen Rang verkauft, der genau das verspricht, nutzt man das Unwissen der Kinder und Jugendlichen auf. Diese Ränge werden dann auch noch sehr direkt beworben. Wir haben jetzt momentan auch einen Sale in unserem Rangshop. Alle Ränge sind reduziert. Das wiederum verstößt gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der sagt, dass Werbung eben nicht so Dinge darf wie direkte Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von Waren oder Dienstleistungen an Kinder und Jugendliche enthalten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit ausnutzen. Und es gibt ein drittes Problem. Die YouTuber verderben die Jugend. Ah. Denn Minecraft-Spieler sind fast ausschließlich Kinder und Jugendliche. Jugendschutz ist also wichtig. Auf der Seite des Shops von SkyGuy und Fork steht deshalb auch fett: Info an die Eltern, wir geben unser Bestes, diesen Server so kinderfreundlich wie möglich zu gestalten. Das ist sehr löblich, aber wie sieht das denn umgesetzt aus? Ich werde zu dir nach Hause kommen und sag dir ein Messer in die Brust. Es gibt auf dem Kanal von Forks beispielsweise ein Video, wo er vorgibt, einen Puff auf seinem Server zu finden, in dem solche Räume sind. So sehe ich von innen aus. Geil, feucht und voll. Am krassesten treibt es jedoch Destroys. Der möchte in diesem Video eine seiner Ränge gegen Sex an ein Mädchen verkaufen. Wenn du magst, können wir uns da mal treffen. So, ich habe da ein cooles Hotelzimmer. Und dann können wir nochmal ein zweites Mal über Mod Plus reden. Gut, am Ende löst er es auf und sagt, dass das ein Prank ist. Doch der Fachmann sieht das kritisch. Das geht auch in die Richtung von Grooming, also dem systematischen Vorbereiten von sexuellen Handlungen. Das funktioniert auch online und ist mit Strafe bedroht. Also da ist nicht mit zu scherzen, auch wenn man hinterher schreit, dass es ein Prank war. Tja, dann doch lieber wieder die guten alten klassischen Offline-Pranks. Da wird sich der Philipp aber wundern, wenn mitten auf der Autobahn die Bremsen versagen. Ja, wenn ihr mehr von solchen Pranks sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke. Dann seht ihr auch, wie das hier ausgeht. Aber sehr gerne, Herr Intendant, gebe ich Ihnen das Auto, um den Ausflug mit den 4 Waisenkindern zu machen, damit die mal rauskommen.